C'est donc pour lui une super année. Je vous demande d'applaudir avec 84 points venant donc du HC Olten, Marco Trautmann. Ein historischer Moment in der Nationalliga B vom Schweizer Hockey. Zum ersten Mal überhaupt ist ein Schweizer als bester Topscorer ausgezeichnet worden. Und der spielte noch beim EHC Olten. Der Marco Trautmann hat diese Saison Unglaubliches geleistet. Als Topscorer 4 vor PostFinance gibt er sich ganz professionell. Ja, es fühlt sich ziemlich schön an. Ich habe es auch die letzten zwei Tage genossen. Aber heute haben wir schon wieder trainiert und schon wieder fokussiert auf den Freitag. Marco Trautmann. Zu allem obendrauf ist der Oldener Topscorer auch noch als bester Stürmer ins All-Star-Team der Liga gewählt worden. Ja, das ist aber das erste Mal, glaube ich, sogar in der NACB. Und es ist sicher schön, dass ich auch gerade dabei war und so. Und ich geniesse es jetzt ziemlich. Ja. Am Freitag geht es los mit den Playoffs. Der EHC Olten hat mit La Chotte Fonds keinen einfachen Gegner verwünscht. Ja, ist sicher ein harter Gegner und so, aber ich meine, wir haben schon gewonnen gegen sie, sie haben gegen uns gewonnen. Sie sind ein gutes Team, wir sind ein gutes Team und wir müssen einfach das Beste Eishockey zeigen. Jetzt kommt es darauf an und nicht, was in der Quali war, weil es ist Playoff. Ja. Ja gut, in den Playoffs gibt es keine einfachen Gegner. Schottfo ist ein sehr starkes Team, sehr guter Goalie, zwei starke Ausländer, gute Breite. Wir haben in dieser Saison 5 Mal gegen Schottfo gespielt. 3 Mal gewonnen, 2 Mal verloren und es gibt sicher harte Begegnungen gegen La Chotte Fonds. Aber wir hoffen natürlich, dass unsere Mannschaft die Qualität, die in diesem Team ist, kann umsetzen, aufs Eis bringen und wir wünschen uns natürlich, dass wir weiterkommen. Die ambitionierten Neuenburger, die zwischendurch in dieser Saison unter den Erwartungen gespielt haben, gehen besonders motiviert in die Begegnung. Well, Olten was one of the best team all year. I think it's for us it's going to be a very big test. I mean, we had a difficult middle of the season, so now everything is back to normal. I think we can give it a run. We just have to be aware that they have the best line in the league. Damit ist alles angerichtet für ein spannendes Duell. Und vielleicht schießt ja der Marco Trautmann wieder das eine oder andere wichtige Goal.